Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Frage, warum habe ich keine Freundin? Ja, da möchte ich dir hier gerne so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, damit dir deine Situation vielleicht leichter fällt, damit du weißt, was du eventuell noch an dir verbessern kannst, ja, um eine Freundin zu bekommen. Grundsätzlich ist es natürlich kein Problem, ja. In der Gesellschaft wirkt es immer so, als müsste man unbedingt eine Beziehung haben, aber das ist natürlich kein Zwang. Also du solltest dir hier wirklich keinen Zwang setzen, denn wenn du so zwanghaft nach der Liebe suchst, dann funktioniert das meistens nicht so richtig, ja. Das schon mal als kleiner Tipp an der Stelle. Aber es gibt halt viel, was du an dir eventuell noch ändern kannst, ja. Um eben vielleicht doch eine Freundin recht zeitnah zu bekommen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr gut funktioniert, wenn du erstmal die beste Version aus dir selbst machst, ja. Was bedeutet das? Es gibt hier tatsächlich ein paar Sachen, die du machen müsstest, würde ich sagen, oder zumindest um deine Chancen noch zu erhöhen, ja. Ein gepflegtes Äußeres ist sehr wichtig, aber längst nicht alles, ja, das hast du bestimmt schon tausendmal gehört, das würde ich jetzt nicht so überraschen. Was auch super wichtig ist, ist ein fittes und gesundes Aussehen, ja. Sprich nicht, dass du jetzt irgendwelche teuren Markenklamotten kaufst und denkst, ja, das war das Problem. Das ist es meistens nämlich nicht. Wenn du nämlich super fit und sportlich aussiehst, dann siehst du auch in einem 5-Euro-T-Shirt gut aus. Ja, das verstehen halt viele Leute nur nicht so richtig. So, wie machst du das jetzt? Ja, regelmäßig Sport ist hier der allerwichtigste Tipp, den ich jedem nur mitgeben kann. 2 bis 3 Mal die Woche, am besten Ausdauersport, aber Kraftsport geht natürlich auch. Ernährung ist auch noch ein fast noch wichtiger, müsste ich eigentlich sagen, als der Sport, weil da machen so viele Leute so unglaublich viel falsch und verstehen das halt einfach nicht, weil die richtige Ernährung ist wirklich in meinen Augen die Grundlage für die innere Schönheit, ja, also für die, ohne jetzt irgendwelche teuren Klamotten oder so ein Zeug, ja. Und was bedeutet das? Naja, viel Obst und Gemüse essen und halt auch sowas wie Fastfood und Süßigkeiten weitestgehend verzichten. Das Ding ist, dass, wenn das manche Leute hören, ja, dann probieren die es eine Woche und haben sehen keine Veränderung und naschen dann einfach weiter, ja, leben immer noch ungesund. Du musst es halt wirklich monatelang durchziehen. Erst dann wirst du Verbesserungen merken. Du musst jetzt kein Bodybuilder werden, aber man sieht schon, ob jemand fit und sportlich ist oder ob jemand keinen Sport macht und sich schlecht ernährt, ja. Das sieht man definitiv. So, was noch sehr wichtig ist, viele Jungs sind halt einfach zu schüchtern. Die hätten gerne Freundinnen, aber das Ansprechen alleine ist schon so ein Problem, ja. Und das kann es halt wirklich nicht sein. Gerade in der heutigen Zeit kannst du es dir so einfach machen, indem du einfach so eine... Nicht mal Facebook oder so, das hat es ja schon so leicht gemacht, ja. Aber es gibt ja wirklich Apps, sowas wie Tinder, die genau dafür gemacht sind, jetzt neue Leute kennenzulernen, was jetzt auch so in Richtung Beziehungen geht und so, ne. Das macht es so einfach. Alles, was du brauchst, ist wirklich die beste Version aus dir selbst zu machen, sprich fit sein, gesund aussehen, sportlich sein, Selbstvertrauen entwickeln, dann nicht ewig in dieser Chatzone bleiben, sondern vielleicht mal sagen, hey, wie sieht's denn mit einem, ja, meinetwegen einem Telefonat erstmal aus, skypen und dann vielleicht irgendwann mal treffen an einem öffentlichen Ort am besten und genau, dann guckt mal, was so geht. So, ja, dann hoffe ich auf jeden Fall sehr, dass ich dir ein paar nützliche Ratschläge mit auf den Weg geben konnte. Check auf jeden Fall die Videobeschreibung aus, da habe ich eine sehr coole Empfehlung für dich am Start. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.